So, Xeo hier zurück mit Catherine im letzten Part. Ja, haben wir gar nicht mal so viel hier eigentlich gemacht. Also es war eigentlich mehr Cutscene. Vincent hat endlich, ja, C-Catherine die Wahrheit gesagt. Und zwar alles über deine Beziehung mit K-Catherine und dass sie sich nicht mehr treffen können. Also hier, good job, Vincent. Finde ich gut. Und jetzt, ja, ach genau, was noch passiert ist uns, wir haben von Lindsay und Martha erfahren, beziehungsweise von den Nachrichten, dass sowohl Daniel, Todd und Justin gestorben sind. Also, was zur Hölle? Ich hab gedacht, dass wenigstens Todd überlebt, aber nein, anscheinend nicht. Gut, und jetzt, ja, steht uns nur noch eine letzte Prüfung bevor, und zwar in der Kathedrale. Da schauen wir einfach mal, wie das läuft dann. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal nach Hause. Nee, passt schon. Wir gehen. Look bad, but I have a feeling I'll be able to sleep well tonight. Yeah, I'm sure. Sorry for causing a lot of trouble. You apologize to the boss for me. See ya. Ach ja. Gut, geil, Vincent. Ich mag den Kerl. Ist manchmal ein ziemlicher Trottel, aber das macht ihn gerade so liebenswert. I really feel rested. I haven't felt like this in a while. Wait, I didn't have any nightmares. Does that mean I'm saved? Hello? Is anybody here home? The hell? Does anyone here want to save big money on their internet access? Yeah, right. Man, it's been so long. What again? Give it up already. Vincent? Are you in there? Yeah, I was asleep. Oh, sorry, but you weren't answering your phone. We need to talk, okay? We do? Okay. Come on in. That? What are you doing here? Oh god, this can't be happening. So you need to have a chat with Vincent, right? Come in, make yourself at home. How about a cup of coffee? We are going inside and you're going to tell me exactly what's going on here. So, if I'm not mistaken, it would appear you have another woman in your life, yes? No. She's just... If you're going to make excuses, can you at least look me in the eye? Let me get this straight then. You got into this even though you knew I was pregnant. With your child. Shit. I gotta fix this fuck up right now. No. That isn't it. So what is it then? I thought you were acting a little weird recently, but this? It's not what you think. So much is going wrong. You gotta believe me here, okay? Here you go. And two sugars for you. Just the way you like it, Vincent. Hey, you... So what do you think? Maybe now would be a good time to break it to her, Vince. She's extra baggage in your life, right? I never said that. What are you saying? And I don't want to hear any more of your bullshit. Vincent, honey, you're not really gonna try and play dumb now, are you? After all you've done to my body, night after night? Ugh, pig. If
you work hard enough to get something, you'll get it. Don't you think that's true? Well, he worked me hard, and now he's got me. Simple as that. Plus, I'm sure you have no idea of this even, but this one's a wild man in the sack. I don't think you can satisfy him anymore. What are you, damn sick in the head or something? Listen, honey, Vincent here only needs one thing in this world, all right? And it's sitting right next to him. Now take a hint and get out of here. Why the hell should I? You're the one who should be leaving, bitch! Careful, you keep making faces like that and you'll start getting wrinkles, you old granny. Why, you! You little whore! Damn it, Vincent! God, what can I say to fix this? Can you ever forgive me? You want me to forgive you? How can I? Wait a second. I can explain. I will never forgive you! Hey, stop it! I don't give a rat's ass if you forgive me. Looking for this? Hey! Take it easy, will ya? Look, just listen to me. I've already called it off with her. She just snuck in here, okay? Please, you gotta believe me! It's because of you that Vincent's so confused right now! If you'd just go away, he could finally be free! Are you crazy? Don't you run away from me! Catherine! No. Is this really happening? Catherine? Look at me. Calm down! Just calm down. Everything is gonna be fine. Listen, you go home right now. Leave the rest to me. Just do it! But I... Come on! What is going on? What is this? What the hell is this? I won't let you get away. That voice. It's her. What is this, Vincent? We have to run. Catherine, follow me! Da, Inception oder sowas in der Art. Wir sind in einem Traum trotzdem und aus irgendeinem Grund ist Catherine jetzt auch da, also Catherine. This final stage requires you and your lover to reach the final goal together. Ja, genau, und das macht die ganze Sache so anstrengend. Call your companion to guide her and escape this challenge. Ah, what the fuck? Also diese Szene echt heftig, als ich damals das erste Mal gesehen habe, weil mir gedacht, what the fuck? Ach, charmant. Also, okay. Genau, und Catherine begleitet uns jetzt hier und wir müssen
drauf aufpassen, dass sie, ja, überlebt. Nur leider ist sie nicht besonders schnell. Und sie kann uns eben auch im Weg stehen. Okay, wir nehmen aber noch die Münzen immer schnell mit. Okay, ich baue mal hier. Okay. Ich wusste gar nicht, dass sie auch so aus dem Weg gehen kann. Und... Nee, wartet mal. Catherine zur Seite und jetzt schnell. Beeil dich. Puh. Oh Gott. Okay. Das funktioniert. Das ist immer ein bisschen schwierig, das zu koordinieren. Zum einen, dass sie das C-Catherine sie nicht erwischt und zum anderen, dass sie uns dann nicht im Weg steht. Oh nein, was. Oh Gott. Ja. Wie mache ich das jetzt am besten? Ja. Ich habe nicht aufgepasst. Genau das ist das Problem. Wir müssen immer darauf achten, dass Carcafe nichts passiert. Und das ist... ziemlich ätzend. So, dann gehen wir mal hier hoch. Wir nehmen uns das Leben mit. Wir gehen aber nochmal da nach oben. Okay. So, machen wir das mal wieder so. Das hat eigentlich ganz gut geklappt gerade. Nein. Ach komm, wo bist du, Vincent? Also manchmal, wenn sich die Steuerung da umdreht, dann ist das echt mega nervig. So. Wartet mal, was ist denn jetzt passiert? Achso. Achso, ja. So habe ich es beim letzten Mal gemacht. Genau. Ah, ich bin mir immer nicht sicher, soll ich es jetzt herholen oder nicht? Okay. Okay, sie wird gleich wieder ihren Blitzangriff machen. Catherine, oh Gott. Komm mit hoch, Catherine. Okay. Geh nach oben. Nein, Catherine. Okay. Okay. Ah, Catherine hat mich gerade getötet. Sehr schön. Kann ich das machen? Ja. Okay. Wieder ein Blitzschlag überlebt. Ja, gehen wir mal hier hoch. Zum Glück sind hier keine Fallenblöcke oder so ein Scheiß. So. Ja, hier kommen wir ganz gut hoch. Das hätte schief gehen können, aber... Ja, krieg dich mal ein. Oh Gott, die Edges. Meine Güte. So. Können bitte mal Checkpoints oder sowas kommen. Oh, da sag ich noch, da sag ich noch. Oh, Gott sei Dank keine Fallenblöcke. Zack, was kommt? Fallenblöcke. Okay, ich löse erstmal die ganzen Fallen aus. Warum ist sie schon wieder so nah dran? Was soll das? Catherine, schnell nach oben. Oh Gott!
Oh Gott. Okay. Das wird ja immer schlimmer hier. Was macht sie denn? Was? Was ist passiert? Warum ist sie nicht einfach nach oben gegangen? Ach komm. Ernsthaft von ganz... Okay. Take it easy, buddy. Okay. Warum gehe ich eigentlich immer diesen Weg entlang? Es wäre doch viel einfacher, wenn ich einfach hier entlang gehen würde, oder? Wer ist das? Aber wisst ihr was? Das ist Quatsch. Hier einfach wieder den Weg entlang, den ich schon gegangen bin. Da kenne ich mich wenigstens aus. So. Okay. Was ist denn... Moment mal, was ist denn jetzt passiert? Hä? What the fuck? Wartet mal, Reset. Mach mal hier ein Reset, lass mich hier mal killen. Ja, genau. Warum... Es ist jetzt so komisch eingestürzt. Was soll denn der Scheiß jetzt? Habe ich irgendwas... Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ah. Also ich denke jedenfalls nicht, dass ich irgendwas anders gemacht habe als beim letzten Mal. Catherine, komm doch einfach noch... Oh, verdammt nochmal. So, genau. Ich mag diesen Bossfight nicht. Ich mag ihn überhaupt nicht. Und ich glaube, ihr versteht auch warum. So. Hab ich es jetzt mal so gemacht? Nee. Warum sind aber die anderen Blöcke da eingestürzt? Das verstehe ich gerade nicht. So. Das war ein bisschen riskant. Da hätte ich vielleicht ein bisschen... Sie hätte trotzdem ein bisschen früher hochholen sollen. Okay. Nein! Geh weg! Oh Gott! So. Aber irgendwie schwierig, Sachen so zu bauen, dass jemand folgen kann. Normalerweise muss man darauf ja keine Rücksicht nehmen. Und man baut einfach drauf los. Aber jetzt ist das schon was anderes. Okay, sie steht auf keinen gefährdeten Block. Gott sei Dank nicht. So. Wir müssen halt immer schauen, dass wir die möglichst die bröckligen Blöcke umspielen können. Hätte Catherine nicht am vergangenen Abend auch irgendwie trinken können, dann wäre sie auch ein bisschen schneller. Verdammt nochmal, Catherine, Alkoholismus. Das macht so viele Dinge einfacher. Naja, oder so ähnlich. Okay, stell ich mal dahin, wo ich dich sehen kann. Okay. Wie machen wir weiter? Ich muss nur aufpassen, dass ich sie nicht irgendwie dazu bringe. Oh Gott, das wird echt immer schlimmer. Komm, jetzt haben wir es aber geschafft. Bitte. Catherine, komm einfach nach oben. Bitte. Bitte. Wir haben es geschafft.
Nein, wirst du nicht. Jetzt bitte, Catherine. Tempo, Tempo, Tempo. Okay, wir sind oben. Wir haben es geschafft. Okay, ich hätte nicht mehr auf sie warten müssen. Oh, Gott sei Dank. Ich hasse diesen Bossfight so sehr. Wir haben es. Catherine, wir werden alles okay. Wir können es zurück durch hier machen. Es zurück? Zurück zu wo wir waren. Let's go together. I'm sorry. I can't think of the future after all this. Catherine, calm down. You've got a child to think about too. I'll fix everything. It'll all be okay. What? You mean you and me? You still thought about us then? Of course I did. But I can't believe you anymore. I didn't want to cheat on you. I was just confused about our future, I guess. I snapped. I'm sorry. I know I did something I can't undo. I won't make excuses, but I realize something. How dear you are to me. I understand that now. Vincent. Please, Catherine. Come with me now. I'm begging you. But I can't. I can't do it anymore, Vincent. You should just go. Catherine! You just gotta believe in me. Please, Catherine. I can't lose you. Not like this. Vincent, to you. Gut gemacht, du hast überlebt. Fucking Kathedrale, ernsthaft. Aber irgendwie, wir sind ja nicht aus der Tür rausgegangen, ne? Wir liegen ja immer noch hier auf der Treppe. Silberpreis, wahrscheinlich weil wir zwischendrin gestorben sind. Na gut, aber dann würde ich mal sagen, das war's mit Catherine für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, eventuell einen Kommentar und beim nächsten Part, ja, dann schauen wir doch einfach mal, was jetzt ansteht. Wir haben jetzt die Kathedrale geschafft, damit sind wir eigentlich fertig, oder? Oder? Na gut, mal schauen. Also, bis dahin, ciao.